Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Command & Conquer Alarmstufe Rot 1 Remastered Edition auf Seiten der Sowjets. Ganz genau, und wir haben mal wieder kein Geld, wir sind in der drittletzten Mission. Ich sag immer drittletzte, ne? In der vorletzten Mission, und ja, wir müssen hier die Alliierten platt machen, bevor die Chronosphäre explodiert. Na, wir haben hier unsere drei U-Boote. Die fahren schon mal nach da unten. So, die können sich mal hier sammeln, die Manniken. So, wir warten jetzt noch. Ne, brauche ich gar nicht. Diese ganzen U-Boote. Wir warten jetzt noch auf den letzten Mammut. Letzten Mammutpanzer. Und bis die Manniken mal da ankommen. Und dann würden wir sagen, so, gehen wir mal angreifen hier. Genau, Leute, hier ist nämlich seine Basis. Und wir müssen wirklich alles platt machen da. Bevor die Chronosphäre explodiert. Ganz genau. Die explodiert, wenn wir zu nah da dran kommen. So. Und der Mammut ist fertig. Und dann würde ich sagen, liebe Leute, haben wir direkt mal am Anfang hier einen Angriff. Das ist doch schon mal geil. So, liebe Leute, dann würde ich sagen, gehen die Manniken mal dahin, die U-Boote hier. Fahrt mal da runter, bitte. So, und dann können wir jetzt eigentlich Kohle sparen. Ja. Können wir jetzt eigentlich Kohle sparen, tatsächlich, ja. So, die Manniken. Die können schon mal diesen Turm da platt machen. So. Und diesen Turm da auch, weil der hat hier nämlich keine Bunker und nix. Das ist ja auch so eine Sache. Doch, der hat Bunker. Shit. Aber da macht diesen Turm noch platt. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Wir haben ihn ein bisschen angeschwächt. Das ist schon mal echt viel wert. Ziel wählen. So, liebe Leute. Machen wir die U-Boote. Zack. Oh, das ist jetzt 3 gegen 3, ne? Das ist echt doof. Aber gut, das kriegen wir schon irgendwie hin. So. Und drauf schießen. Boah, das ist schon heftig. Der muss sich auch immer bewegen, ne? Rums und Rums. So. Nein, nein, nein. Um Gottes Willen. Ja, dann. Pff, keine Ahnung. Lauf einfach weg. Ja, fahrt euch reparieren, kommt. Raketenwerfer, was machst du da? Was macht ihr denn da? Was ist das denn? Leute. Der Weg ist blockiert. Was ist das denn? Oh mein Gott, der einzige Ausweg aus meiner Basis. Auch witzig, ey. Auch geil. Das war geil. Gerade. Du. Geile Mucke. Oh Mann. Gut, Bomber, dann versuch mal bitte diesen Hubschrauber da platt zu machen. Kriegst du das hin? Das kriegst du sogar hin, geil. Okay. Und zack. Sehr schön, geil. Und sogar platt gemacht, das Gebäude. Sehr schön. So, dann kommen hier die Manniken raus. Die können mal die Türmchen hier platt machen. So. Alles klar, liebe Leute. Ja, schon mal ganz gut. So. Können wir hier mal die U-Boote hinpacken. Und, ja. Ansonsten können wir jetzt mal losgehen, tatsächlich, liebe Leute. So. Dann geht diese Folge mit dem Angriff los. Ist das nicht geil? Das ist geil. So, Team 2 ist aus Versehen überschrieben worden. Spionageflugzeug. Ja, dann kommt. Dann macht diesen Hubschrauber platt. Oh, Drecksminen. Der hat nämlich hier auch alles vermint, liebe Leute. Alles vermint. Seht ihr das? Das ist so ein Penner. Dann macht diesen Hubschrauber da platt. So, Angriff. U-Boote, helfen. Los. U-Boote, helfen. So. Wutz. Ja, toll. Egal, Leute. Wir können hier einfach reinstürmen. Rums. So, sehr gut. Mach diesen scheiß Schattengenerator da weg. Und platt machen. So. Dann hier diese mobile Kacke wegmachen. Dann können wir jetzt nämlich hier die Flugzeuge zur Hilfe holen. Ganz genau, liebe Leute. So, Rums. So. Mach dieses Ding da im Arsch. Da kriegt man doch Epilepsie bei, ey. So, schieß mal einmal da drauf.
So, sehr schön, Leute. Ja, wir brauchen eigentlich Silos, aber ich glaube, wir haben es jetzt erstmal mit dem Alliierten. So, rums, rums. Gut, liebe Leute. Das eine U-Boot hier, das kann nochmal versuchen, hier das Ding da platt zu machen. Scheiße. Ja gut, egal. Gut, Flugzeuge, Hubschrauber. Die Hubschrauber da unten hin am besten. So. Dann hier die Energie platt machen. Das Radar platt machen. Genau, wir müssen nämlich als erstes die Radarstation platt machen. So. Dann geht's da unten mit den Hubschrauber. Ganz genau, Leute. Sehr geil. Nee, wir brauchen keine Silos, Mann. Das macht diese mobile Scheiße weg. So. Alles klar. Ja, dann würde ich sagen, haben wir es gleich. Rums, einfach hier durch. Einfach mit der Dampfwalze durchfahren hier. Die Flugzeuge, die können sich da unten drum kümmern. Und wir kümmern und wir fahren mal hier weiter. Mal gucken, was es hier so gibt. So. Da seht ihr das, da hat er nämlich noch Bunker. Zack. Und Hubschrauber platt machen. So. Rums, Leute. Ja, wir brauchen nichts mehr. Wir haben es jetzt gleich. Rums. 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 So. Spionageflugzeug. Ja, dann mache ich mal... Moment, darf ich das da unten erkunden? Das mache ich mal hierhin auf jeden Fall. Darf ich das da unten erkunden? Das ist ja auch noch so eine Frage, ne? Darf ich das erkunden da unten? Ja, aber hier oben kann ich erstmal hin, tatsächlich. So. Flak platt machen, Bunker platt machen. Und dann hier, diesen Radar platt machen. So. Ach du Kacke, Leute, dann sind wir schon fast durch. Dann sind wir schon fast durch mit den Sowjets. Oh mein Gott. Puh. Leute, es ist so heftig. So. Der Bomber, der trifft wieder. Sehr geil. Der trifft wieder. Sehr schön. Putz. Weg damit. Da ist noch ein Radar, Leute, da unten. Aufpassen, bevor wir da zur Chronosphäre gehen. Da ist noch ein Bunker. Putz, genau. Dann da unten noch eine Flak, genau. Dann haben wir da noch was. So. Liebe Leute, da unten kommen wir nämlich nicht hin. Das müssen wir da mit den Hubschraubern machen, ne? Ja, das müssen wir mit den Hubschraubern machen, aber ist okay. Liebe Leute, fahrt mal dahin bitte. Was? Der hat mir den Mic geklaut. Okay. Gut, Hubschrauber dann hier drauf bitte. Auf das, was euch abschießt. So. Und zack, 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 zack. So. Und ihr beiden macht den schon platt da. Zack, zack, zack. Richtig geil. Und zack. Und das da noch. Zack. Das ist noch eine Energie hier wegmachen. Geil. Energie platt machen. Los. So. Und rums. So. Und das Ding da hinten im Arsch machen, ey. So. Das ist schon wieder eine Kirchenmucke. Und wir brauchen schon wieder Silos. Ja. Ja, ich hab's ja kapiert. Meine Güte, ey. Boah, dieser geile Soundtrack. Das ist so eine geile Mucke. Boah, hört euch die an. Richtig geil. So, richtig schön spannend. Hinthubschrauber. Ja. Da steht sogar noch ein Mammut rum. Was? Seid ihr doof? Dann schießt mal da drauf da, macht da kaputt. Und, machen die Flugzeuge die Schiffsarbeit. Die Seearbeit, ja. So, liebe Leute, dann würde ich sagen, speichere ich das Ding nochmal. Dass wir den Alliierten relativ geschmeidig hier platt gekriegt haben, weil da unten steht nämlich die Chronosphäre. Ah, shit. Da unten steht nämlich die Chronosphäre und da steht sogar noch ein Bunker. Okay, Leute. Dann würde ich mal sagen, das letzte nervige Stück jetzt hier, das ist wirklich das nervigste. Oh Gott. So, Team 3, Team 2,
Und ihr macht mal bitte hier, so, zack. Wir brauchen keine Silos, Mann. So, weg mit dem Kack. So, dann brauche ich noch einen Hubschrauber. Ihr macht das schon. Kommt, ihr macht das schon. Schafft ihr den? Schade. Ja gut, egal. Erwarte Ihre Befehle. Was ist das denn? Wieso ist die explodiert? Hä? Wieso ist die jetzt explodiert und, Hä? Das war doch im Originalspiel so, dass, Leute, check ich gerade nicht. Also im Originalspiel war das doch so, dass die Chronosphäre nicht explodiert ist. Was macht ihr da schon wieder? Das war doch nicht so im Originalspiel, oder? Oder meine ich mich, erinnere ich mich da an was Falsches? Nee, eigentlich nicht, Leute. Eigentlich ist die explodiert in der Originalspiel. Deshalb bin ich jetzt echt überfragt, was das da soll. Dass die Chronosphäre hier weg ist, hä? Ja, kommt Hubschrauber, ihr macht das. Sehr gut. Ja, das frage ich mich auch gerade. Was soll das? Ach, das sind mobile Schattengeneratoren schon wieder. Diese Drecks-Schattengeneratoren da. So. So, zack. Meine Güte, ey. So. Sehr schön, Leute. Der Bomber kann man da drauf. Und das kann man. Die können wir da drauf schießen. So. Der Bomber. Ja, sehr schön. Geil. So, liebe Leute. Ich weiß, dass wir Silos brauchen. Zack. Geil, Raketenwerfer, ja. Die machen einen guten Job hier, so. Ja, das ist natürlich mega nervig jetzt, ne. Dass man da irgendwie jetzt da hinkommen soll. Ja. Keine Ahnung. Och, geh mir nicht auf den Piss. Sammler, bleib mal hier stehen. Damit die Meldung nicht mehr kommt. So, die Hubschrauber. Mach mal bitte diesen Panzer da platt. Und ihr schießt mal bitte da drauf. So. Ihr werft es nämlich gleich auch platt. So. Ja, toll. So, liebe Leute, dann der Hubschrauber, der kann mal dringend reparieren. Spionage. Ja, das ist das Ding halt, weil wir da nichts sehen. Das ist halt echt doof. Wir müssen das echt mit den Dings machen. Fallschirmtruppen oder halt hier oben irgendwie versuchen durchzukommen. Ja, Sir, in Ordnung. Ja, das ist. Aber das hier ist interessant, Leute. Dass die weg ist. Echt interessant. Also eigentlich verliert man das Spiel, wenn die explodiert. Also die Mission. Echt lustig. Muss ich das gerade ehrlich mal so sagen. Das ist echt komisch. So, liebe Leute. Ist da ein Bunker? Nein, aber eine Energie. Sehr gut. Mach die Energie platt, bitte. Mit diesem scheiß Schlachtkreuzer da. Oh Gott. Ein Schlachtkreuzer, habe ich gerade gesagt. Schattengenerator. Der funktioniert immer noch, ja. Der funktioniert immer noch. Oh mein Gott. So. Ach, der zieht sich zurück. Ja, dann easy. So, mach den Schattengenerator halt platt. So, mach diesen Schattengenerator platt. Das Ding wegmachen. So, Team 3 macht diese Artillerie platt. Und Team 1 kann ja versuchen, hier reinzufahren. Schießt da drauf, ich habe keine Ahnung, was das ist. Wahrscheinlich der Bauhof oder so. Ja, die Brücke ist platt. Seht ihr? Die Brücke ist platt. So, ich brauche ein Spionageflugzeug noch. Und dann schaffen wir in dieser Woche tatsächlich noch die letzte Mission anzufangen. Oh mein Gott. Das ist jetzt die dritte Folge, die ich auch... Och, du Scheiße. Ja, das ist schon einiges. Aber dafür habe ich ja meinen Hubschrauber.
Ne? Dafür habe ich ja meine Flugeinheiten. So, da kommen sie, meine Flieger. Zack. Und dann, ihr macht dann bitte den da platt. So. Ganz genau. Und dann macht ihr noch die ganzen Manneken da bitte platt für meine nächsten Fallschirmtruppen. So. Weil da kommt man ja nicht hin, ne? Das ist ja das Doofe. Da kommt man halt nicht hin. So. So, und dann die Mix bitte noch. Diesen Panzer da platt machen. Und zack. Boah. Gut ausgewichen, Kollege. Gut ausgewichen. So, da kommt der Bomber da oben. Ziel wählen. Ja, sehr gut. So, dann mach diesen Panzer platt. Diesen Panzer platt. Ja, sehr gut, das klappt, Leute. Das klappt mit dem Manneken. Sau gut. So. Dann die drei Hubschrauber. Ja, zack, 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 zack. Und die Flak noch wegmachen. Die repariert er natürlich, ne? Das ist ein Penner. Aber vier volle Mix. Ich würde sagen, ich speichere das Ding noch mal kurz. Und dann, zack, das war's. Ah, toll. Toll. Ein Manneken, ey. Ein Manneken. Ein einziges Manneken. Aber gut. Dann kommt halt jetzt die Mix und macht dieses Manneken platt. Alle auf einmal. Rums. Sehr schön, liebe Leute. Dann haben wir es. Dann gehen wir jetzt tatsächlich in die letzte Mission. Oh mein Gott, das ging so schnell mit den Russen. Das ging so schnell. Zack. Zack. Genau, die Russen, liebe Leute. Alles klar, dann haben wir hier Bonusgalerie freischalten. Erobern Sie die Chronosphäre. Aber die ist ja explodiert. Das gibt Mecker vom Stalin. Das gibt Mecker, liebe Leute. Aber es ist soweit. Letzte Mission. Alles klar. Aber vorher nochmal Bonusgalerie. Drei Stück sogar. Greenskin-Hintergrund des sowjetischen Briefingsraums. Ja, cool. Ah, da haben wir noch so eine Waffe, ne? So eine Kalaschnikow. Foto einer Requisitenwaffe vor dem Greenscreen. Cool. Das sind Kalaschnikows, ja, glaube ich schon. Richtig interessant. Ja, liebe Leute, dann würde ich sagen, Missionsauswahl, letzte Mission. Mission 14. Auf geht's. Letzte Mission, oh mein Gott. Das wird jetzt krass. Das wird eine krasse Mission. Genau das durfte nicht passieren. Die Chronosphäre sollte uns gehören. Jetzt haben wir nur einen Haufen Schrott. Und Sie, General, Sie tragen die Schuld. Er hat es versäumt, die Radarzentralen auszuschalten. Ich glaube, er ist sich über die Strafe im Klaren. Bringt ihn raus und erschießt ihn aus meinen Augen mit dem Kerl. Genosse Stalin, den General trifft keine Schuld an der Zerstörung der Chronosphäre. Ich persönlich habe sein Vorgehen überwacht. Und wer bitte ist dann schuld? Natürlich war es der Fehler des Generals. Niet, Genosse. Sie waren es, der versagt hat. Sie haben den General nicht über den anderen Sender in der Nähe informiert. Ist das wahr, Kukov? Gab es einen vierten Sender? Naja, wir haben ihn beim ersten Überflug nicht bemerkt, aber es stimmt, dass wir... Sie enttäuschen mich, Kukov. Wenn die Chronosphäre nicht uns gehören kann, dann soll sie mit dem Schrott der alliierten Blechkämpfer zusammen begraben werden. Nadja! Wo stecken Sie? Wo ist Ihr Hauptquartier vergraben?
Wir haben Einsteins Signal verfolgt. Er befindet sich jetzt an der englischen Küste. Dort muss Ihre Befehlsstelle sein. General, Sie können jetzt einiges wieder gut machen. Sie werden den Angriff auf das alliierte Hauptquartier leiten. Machen Sie! Diese ganze Allianz dem Erdboden gleich! Aber Genosse Kommandeur, ein direkter Angriff... Genossin, wenn du Kukow auf dem Boden Gesellschaft leisten willst, stell deinen Angriffstrupp zusammen! Ein rein sowjetischer Kontinent ist unsere Bestimmung! Oh mein Gott, Leute, letzte Mission. Oh, das wird so krass. Das wird so krass, Leute. Und ja, Kukow einfach mal so abserviert. Ja. Und die Cutscene ist jetzt gleich Programm. Eine harte Landung. Das ist Programm, was da gerade abgeht. Gut, Leute, wir müssen schnell sein. Wir müssen in dieser Mission wirklich, wirklich schnell sein. Okay. Alles klar. Spielgeschwindigkeit moderat. So, liebe Leute, dann macht ihr mal bitte das Zeug da platt. So. Ihr macht mal bitte das da kaputt. Der Bauch muss sich direkt aufbauen. Ich mach's jetzt einfach mit langsamer Geschwindigkeit. Bauch, bau dich auf. So. Dann gleich direkt. Schaut euch mal an, wie viel Kohle wir haben, aber die werden wir brauchen. So, zack, zack. Kein Mammut verlieren, bitte. So. Kraftwerk. Dann direkt U-Boot-Werft, zack. Direkt eine U-Boot-Werft, weil der Gegner kommt hier mit Schlachtkreuzern an. So. Der hat hier nämlich alles vermint, der Gegner. Ganz genau. Und da sind zwei Artillerien da oben, okay. Und ja, liebe Leute, wie gesagt, langsames Tempo erstmal hier. Da kommt er mit den Hubschraubern an. Macht die kalt. Und hier unten kommt er auch an. Auf dem Bauhof, okay. Da kommt er auch an. So, U-Boote, direkt U-Boote bauen. Und zwar direkt, so. Zack. Ach du Kacke, da sind noch mehr. Die habe ich jetzt nicht auf dem Schirm gehabt. Okay, liebe Leute, das ist so eine heftige Mission. Ich sage euch, schaut euch das an, Leute. Direkt am Anfang hier. Auf Deutsch gesagt, so ein Geschiss. Ja. So, weitere U-Boote bitte. Und direkt hier, U-Boote, kommt bitte raus. So, Raffinerie. Die letzte Mission, ey, meine Fresse, ja. So, U-Boote. Da ist nämlich schon ein Transporter da. Da ist nämlich schon ein Transporter. Jawohl, nee, dann macht ihr den halt so platt. Ja, dann, keine Ahnung. So, weitere U-Boote. Weiter U-Boote. Einfach weiter U-Boote. Leute, das ist sehr wichtig. Das ist sau wichtig, dass wir hier so schnell wie möglich die U-Boote kriegen. Ach, verdammte Scheiße. So, der eine Mammut ist weg. So, der ist weg. Der Transporter, sehr gut. Okay, liebe Leute. Drei U-Boote mitnehmen, hochfahren. Los, sofort. Alles klar. Ihr macht bitte diesen Hubschrauber platt. Macht diesen Hubschrauber platt. So, sehr, sehr gut, Leute. Wie gesagt, langsames Spieltempo. Aber es muss einfach sein. So, direkt U-Boote bauen. Ich weiß, diese Mission, die kann man auch sehr schnell in einem Speedrun schaffen. Aber, das ist halt da sehr viel mit Timing und so, ne? So, U-Boote, das nach links. So, diese Mission, die ist einfach so übel, Leute. So, Scheiße, Energie. Scheiße. Egal. Leute, so. Ihr fahrt bitte weiter. Ihr fahrt bitte sofort weiter. Da ist dieser Hubschrauber wieder. So, verkauft das Ding. Du gehst bitte direkt hoch. Und Energie, so, zack. Bitte noch eine. So, U-Boote, ihr fahrt bitte direkt dahin. Warum stoppt die U-Boot-Produktion? Bitte mehr U-Boote. Schießt mal bitte alle auf den Hubschrauber da. Mann. So, Leute. Alles klar, weiter geht's. So, was habe ich jetzt noch nicht? Waffenfabrik. Waffenfabrik. So, die U-Boote bitte da hinten hin. So schnell wie möglich. Oh, was macht ihr denn da? Ihr seid doch blöd. Ja gut, dann. Nö, dann.
Macht ihr mal bitte das da hinten platt. So. Und das kommt mal bitte mit. Ja. Fahrt bitte direkt dahin. So. Weil ich weiß nämlich, wo hier der Trigger ist, Leute. So, zack. Was zur Hölle? Kommt der da schon? Kommt der da schon? Das glaube ich jetzt nicht. Kommt der schon, der Schlachtkreuzer da? So. Ach, verdammt. Egal. Leute, meine Einheiten bitte alle auf diesen Hubschrauber da, verdammt. Ja, das ist der Anfang, der ist echt übel, Leute. Da ist er schon. Warum ist er da schon? Oh mein Gott, Leute, da ist der Schlachtkreuzer schon. Okay, wegmachen. Sofort wegmachen. Sofort wegmachen den Scheiß. Sofort wegmachen. So. Und diese scheiß Patrouille kann mir erstmal egal sein. Einfach platt machen. Einfach platt machen. So. So, zack. Und ihr macht bitte weiter. So. So. Und bau bitte direkt zwei Sammler. So. Weiter U-Boote. Auch weiter U-Boote. So, liebe Leute. Da haben wir schon mal 5 U-Boote da oben. Da ist, so. Alles klar. Puh, den ersten Schlachtkreuzer haben wir verteidigt, liebe Leute. So, dann Tesla-Spule. Hier unten, ganz wichtig. So. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Jetzt kommt er da wieder mit seinem Hubschrauber an. Jetzt nerv nicht. Ja, Leute, letzte Sowjetmission. Ey, das wird krass jetzt. So. Was? Achso. Ah, U-Boot. Alles klar, Leute. U-Boot. Ja. Ihr fahrt bitte hier hoch. So. Ihr fahrt bitte. Die anderen, die fahren bitte mit. So. Du bitte auch. Oh, und jetzt habe ich kein Geld mehr. Jetzt wird's krass, Leute. So schnell kann man nämlich hier kein Geld mehr haben. Verdammte Kacke, ey. Schießt du auch mal da drauf? So. Stehst einfach nur daneben und ja, scheiß drauf. So, liebe Leute. Alles klar. Gut, aber dann können wir hier diese Brücke jetzt kaputt schießen. So, genau. Nein, um Gottes Willen. Was macht der Bunker da? Verdammte Kacke. Beide U-Boote weg. Ja, super. Toll. Shit, Mann. Fahr doch einfach. So, Tesla, kommt bitte hier hin. So, Radar 40. Ja, das passt. Das passt locker. So, die U-Boote kommen bitte mit hier hoch. Kann ich die theoretisch nehmen und hier schon mal was platt machen? Stell den Raketenwerfer mal dahin, bitte. Rotz. So, stell den Raketenwerfer bitte dahin. So, und ihr schießt bitte auf diesen Hubschrauber. Ratz, ja. So, liebe Leute. So, und hier den. So, der Raketenwerfer, der kann nämlich dahin schießen. Okay, liebe Leute, so. Dann brauche ich jetzt erstmal keine U-Boote mehr. Ich brauche jetzt nämlich nur noch Verteidigung. Was macht ihr Sammler da? Geht doch bitte dahin, verdammt. Ja, 28 Minuten schon voll. Ja, dann, keine Ahnung. Nee, macht nicht die Brücke im Arsch. Bitte nicht die Brücke im Arsch machen, Leute. So. Auf jeden Fall ist der eine Bunker jetzt schon mal weg. Das ist schon mal gut. Gut, Leute. Die Folge werde ich aber ein bisschen länger machen, tatsächlich. So, die sammeln da schön. Das ist gut. Ja, kein Geld mehr. Kein Geld mehr. Das ist jetzt echt kacke. So, du sammelst bitte Edelsteine. So, so liebe Leute. U-Boote, stellt euch mal bitte dahin. Ich brauche den Raketenwerfer mal hier. Und, hallo? Ich glaube, der kann nicht auf die Minikin da schießen, ne? Ne, aber auf den Bunker kann der, glaube ich, schießen. So, dann gibt es hier noch eine Sache. Brauchen wir bitte einen Transporter. Doch, er kann auf die Minikin schießen. Geil. Okay, alles klar. Gut, Radar bitte. So. Da kommt ein Transporter, Leute. Da kommt ein Transporter. Da kommt der nächste Angriff. So. Okay, liebe Leute, dann verteidigen wir das mal kurz. So,
Alles klar. Meine Güte, ey. So. Da kommt der nächste Schlachtkreuzer gleich an. Okay, Leute. Alles klar, dann greift ihr mal ein hier. So. So. Da kommen noch mehr Artillerien. Ihr macht das schon, ne? So, ihr macht mal bitte diese Patrouille weg. So. Macht die platt. Macht. Oh. Okay, okay, okay. Wir brauchen schon Silos. Gut. Dann bau noch eine. Ach, verdammt. Großkraftwerk. So. Dann macht das kaputt. Macht diesen Scheiß im Arsch. Hör auf, dich zu bewegen, du Penner. Der Penner bewegt sich. Ja, ja. Das ist jetzt schon wieder so eine typische U-Boot-Situation hier. So. Verdammt nochmal. So, Leute. Großkraftwerk. Weiter geht's. So, wir haben. Oh, shit. Das habe ich jetzt vermasselt, Leute. Das habe ich jetzt vermasselt. So, gut. Okay. Egal. Hier, weiter. So, zack. Im Arsch machen. Los. Und zack, der ist weg. So. Oh Gott. Die letzte Mission. Die letzte Russen-Mission. Ja, das ist. Dann würde ich sagen, bauen wir ein Mannequin. Da gibt es nämlich eine Sache zu sagen. Da. Da ist nämlich eine Insel und da ist ganz schön viel Geld und vor allem eine Heilung. Da, da ist nämlich vor allem eine Heilung drauf. So. Alles klar, du gehst mal bitte da rein, du Mannequin. Gut, da haben wir jetzt noch ein U-Boot hier. Aber das passt schon soweit. Weitere U-Boote bitte. So, weitere Tesla-Spule, die stelle ich mal hier unten hin tatsächlich. Mache ich hier hin. So, weiteres Großkraftwerk bitte. Das Mannequin ist hier drin. Die Folge werde ich jetzt mal 35 Minuten machen. Gut. Dann, ja. Bau schneller die U-Boote bitte. Ich brauche die Kohle. Ich brauche die Kohle hier, Leute. Hier ist nämlich eine Insel, wie ihr seht. Ach, jetzt. So, lass den auf. Lass den aus. Hallo. Du sollst den abladen. Du sollst den abladen. Der hört wieder nicht, ne? Missachtet wieder meinen Befehl hier. So, da ist nämlich eine ganz wichtige Sache drin, ey. So, liebe Leute. Alles klar, dann haben wir hier abgeriegelt. So, schon mal gut. Dann kann ich hier oben mit den U-Booten hinfahren. So. Ja, hektisch die letzte Mission, aber es ist halt, ja, nötig. So, seht ihr das, Leute? Da ist eine Kiste. So. Da ist eine Kiste mit Geld drin. Geld oder Heilung. Eins von beidem. Da ist das Geld drin. Der U-Boote kommt auch mal bitte mit hier nach oben. So. Damit er uns da gleich gar nicht nerven kann. Gut, alles klar. Hier ist nämlich noch die Heilung. Geld, okay. Nochmal Geld. Da ist die Heilkiste, Leute. Da ist die Heilkiste. Seht ihr das? Alles voll geheilt. So. Sehr gut. Dann ist das hier schon mal unser Verteidigungstrupp. Dann können wir das erstmal speichern. Mission 14. Sowjets. Und dann können wir die Spielgeschwindigkeit mal ein bisschen wieder schneller machen. So. Alles klar, Leute. Puh, dann haben wir's. Dann haben wir's schon mal fürs Erste. Das ist schon mal gut, ey. So. Alles klar. Die letzte Mission, Leute. Ist schon echt übel. So, nächste Großkraftwerk. Und direkt Mammutpanzer bauen. So. Und zack. Flugfeld bitte. Ah. Ja doch, Tesla. Warum eigentlich nicht? So, liebe Leute. Haben wir unsere vollen Mammutpanzer. Der kann man bitte hier ein bisschen erkunden. So. Und dann haben wir die erste Welle schon mal überstanden. Ey, meine Güte. Das war ja wirklich heftig. Aber gut, wir haben es geschafft. Und wir können jetzt hier oben unsere nächste Tesla-Spule hinbauen. Und ja, dann die Flugfelder. Genau, dann schon die Flugfelder. Cool. Alles klar, liebe Leute. Dann würde ich sagen, dieses Mannequin hier kann noch mal ein bisschen hier unten rumlaufen. Und ja. Genau, diesen Trick mit der Insel hier. Ich hatte die zwar aufgedeckt bei den letzten Durchgängen, Command & Conquer, aber nie benutzt, die Insel. Nie genutzt, deshalb. So,
Da versucht er jetzt wieder irgendwas zu machen hier. So, direkt wegmachen. So, ihr seid so viele. Ihr seid so viele, ihr werdet das ja wohl hinkriegen. So, sehr schön, Leute. So, und wegmachen. Und wegmachen, so. So, da wollte er nämlich kommen mit seinem Spawner. Der Spawner ist nämlich in der... In seiner Werft ist der Spawner. Ganz genau, hier in dieser Werft, Leute. Und die werde ich ihm jetzt wegnehmen. So, die werde ich ihm jetzt definitiv wegnehmen, diese Werft. Und ihr fahrt mal bitte mit hier hoch. Und macht die mal platt. Los. Ja, klar. Der hat jetzt gerade ernsthaft seinen Kollegen abgeschossen. So, der Spawner ist schon mal weg. Schon mal gut. So, Spionage. Macht das einfach mal hier unten in die Ecke. So, da unten kommt er nämlich schon wieder. Da kommt er nämlich schon wieder angeschissen. Das habe ich echt nicht mehr im Blick gehabt, ey. Shit. Gut, dann drei Mammutpanzer. Kommt mal runter. So. Drei Mammutpanzer. So, wegmachen den Scheiß. So, wegmachen. Wegmachen. So. Den hier auch wegmachen. Das hier auch wegmachen. So. Das da wegmachen. Wegmachen. So, liebe Leute, alles klar. Dann das nächste Flugfeld. Zack. Die nächste MiG. So. Ja, da kommt er schon wieder raus, da. Ja gut, komm. So. Ja, die Tesla, die schafft das. So, die Tesla, die schafft das. So, genau, liebe Leute. Der Sammler, der kann mal bitte hier hochfahren und die Edelsteine sammeln. Ja, ich bin gerade mächtig in Überlänge. Aber, ja, was soll ich machen? Ist halt die letzte. Ja. Gut, liebe Leute. Spionageflugzeug, das kann man bitte hier erforschen. So, sehr gut. Dieser eine Spawner ist zumindest schon mal weg. Das ist schon mal gut, ey. So. Ja, gut. Hubschrauber, das kann er machen. Das ist kein Ding. So, liebe Leute. Dann kann ich ihm hier die Energie wegnehmen. So. Dann kann ich ihm hier die Energie wegnehmen. So. So, nehmen wir die Energie weg. So, zack, zack, zack. Sehr gut. Mach die platt. Mach diese ganzen Mannequin platt hier. So, zack, zack. Vor allem den Arzt wegmachen. So. Und dann könnt ihr die hier platt machen. So. Und dann könnt ihr theoretisch schon hier das Ding platt machen. Gut, wir brauchen Silos. Mammutpanzer. Einfach Mammutpanzer. Ach du Scheiße. Okay, Leute. Da kommt er nämlich schon wieder. Da kommt das schon wieder, der Sack. So. Mach den platt. So. Das ist gut gegangen. Das ist schon mal gut. So. Dann zack. Sehr schön. Da kommt er schon wieder. Da kommt er schon wieder da unten. Mit seinem scheiß Spawner da. Mach den kaputt. So. Nur ein Panzer rausgekommen. Sehr schön, liebe Leute. Gut, dann würde ich sagen, haben wir den Anfang hier schon mal geschafft. Was brauche ich denn noch? Hubschrauber, ne? Ja, Hubschrauber brauche ich noch. Ansonsten habe ich alles. Gut, Leute, dann würde ich sagen, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder Abo da. Würde mich sehr freuen. Und ja, dann würde ich sagen, machen wir die Alliierten das nächste Mal platt. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend, einen schönen Tag. Ne? Tschüss.